Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pools of Darkness, immer noch im Turm von Markus. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Wir können ja nochmal Intertemporal Transformation. Ja, wir haben uns ja beim letzten Mal schon mit einigen Monstern geprügelt. Dummerweise nicht mit dem Priester, mit dem ich mich eigentlich prügeln wollte. Ich glaube, das hätte man erreicht, wenn man in diesem um das Diagramm rumlaufen mitgemacht hätte. Da hätte man gegen den Priester gekämpft und ein paar von seinen Freunden, die er herbeigerufen hätte. Also vom Prinzip ist es für das Spiel egal, welche Gruppe man bekämpft. Man hätte halt nur andere Monster gehabt. You step rarely among evil groups wrapped in their foul worship. What do you do? Wisst ihr was? Wir sind ja hier genug rumgetapst und haben sie in Ruhe beten lassen. Jetzt würde ich sagen, mischen wir das mal ein bisschen auf. Haha, oh. Steht aber ziemlich nah dran hier. Aha. Okay. Drei Gruppen. Eine direkt in Reichweite. Oh. Vier Gruppen. Aha, es wird schon interessanter. Also. Die können unangenehm werden. Die auch. Können wir hier was? Nee. Also wir können auch immer nur eine Gruppe erreichen. Ausnahme ist hier. Aber da werden wir auch nicht beide treffen. Na gut, dann würde ich sagen, schießen wir denen erstmal, ballern wir erstmal die da unten weg, damit wir die aus unserem Rücken los sind. Das ist ja ein bisschen nervig. Oh, kannst du nicht sehen. Das kannst du sehen. Okay, du willst Ärger und du willst, es ist praktisch, dass ihr in einer Gruppe seid. Da haben wir das nötige Gegenmittel für. So, jetzt auf der anderen Seite wird aber noch jemand zaubern wollen, ne? Also du kannst nicht mehr. Aber ihr beide könnt noch. Und. Ah, shit. Na gut. Aber zumindest dich vom Disintegrate abhalten. Obwohl. Nee, gar nicht wahr. Disintegrate hat der rote Kollege gemacht. Bist auch schon. Also können wir hier weg. Ja. Ja, ne, habt euch nicht so. Kleinigkeiten. So, du möchtest mit dem Zaubern gar nicht erst anfangen? Okay. Kannst du den sehen? Ja. Dann mach ihn mal weg. Du mach den mal weg. Du mach den weg. Sehr gut. Achso. Ja. Ja. Ah, was machst du denn da? Stirb! Sehr gut. Okay, dann auch du. Und das war's. Chance to escape through the arches. Will ich aber nicht. Before Morn das Vessel Pandemonium reigns, shrieking worshippers flee in every direction. Guards spring forth. Ja, ein bisschen hier Ärger gemacht. Das ist schön. Ei. Okay. Gut. Gut, wir wollten Spaß haben. Jetzt haben wir Spaß.
Ja, nur für den Fall, dass ich mir mit dem Cone of Cold vertue. Mache ich nicht, sehr gut. Gut, dann blockieren wir dich mal. Nicht ganz reicht. Lass das mal bleiben. Gucken wir lieber, da ist noch einer. Ups, ups. Ja, mach das Ding da mal weg. Tschüss. Kämpft aber auch bis zum bitteren Ende. Was? Wo bist du denn? Da. Hier mit eingetreten ist? Okay. Okay. Oh, jedes Mal. Okay. Also sollten wir uns hier mal bei Zeiten wegbegeben. Oh, das reicht aber weit. Das ist super. Schon. Das ist die andere Gruppe. Okay. Ach, come on. Sag mal. Auf dich. Gut. Dann auf dich. Gut. Dankeschön. So. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Nee, danke. Aber search mal aus. Aber wir sagen, wir gehen einfach mal.
Dann ging das nicht, ne? Oder? Oder? Funktioniert, 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 funktioniert. Okay. So. Also, Table of Transformation haben wir Unruhe gestiftet, was glaube ich gar nicht nötig ist, aber naja, so sind wir halt. Wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Oh, noch eine Manufactory. Wonder Manufaktur. Na dann mal. Red Wizards sculpt pieces of the dead god into walking disasters. Das machen sie tatsächlich. Die basteln hier Bits of Wonder. Also, Wonder Manufaktur indeed, würde ich sagen. Dann mal. Ah, worthy tests of our new creation. Oder whatever. Oh, ein roter. Guten Tag. Ach, weil ihr Red Wizard seid, habt ihr den roten gemacht, wa? Natsch, natsch, ja, verstehe. Mehr noch? Ja, noch ein roter. Hinter uns aber keiner, ne? Weil das geht ja auch ein bisschen schlecht. Wir kommen ja aus dem Raum. Na gut, das ist ja. Sind die weg? Kommst du dahin, ja? Wartest mal ab. Gut. Gut. Was? Stand dahinter nicht noch einer? Ja. Ja, mal trotzdem das Ding weg. Um den Priester kann sich Fafrit kümmern. Kannst du hier einen, kannst du den treffen? Das wäre super! Ja, gar nicht schlecht. So, dann du blockst das hier mal heldenhaft. Und du beschießt es von der Ferne. Ne, das ist gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Und? Dazu Upstarsling Flail. Ja, danke. Ist bestimmt eine richtig gute Flail, aber. Nee. Okay. Diese Nachricht Congratulations kommt immer, wenn man einen Raum geklärt hat, den man auch tatsächlich clearen muss. Wir müssen nämlich hier für so viel Ärger sorgen, dass Markus tatsächlich hier mal nach dem Rechten schaut. Weil wenn wir das nicht machen, mal gucken, ob wir genug gemacht haben. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch erst noch mal rasten sollten. Sicher ist sicher. Search brauche ich jetzt nicht mehr. Der Kollege Markus sein. Und wenn wir noch nicht für genug Ärger gesucht ha gesorgt haben, dann ist er hier nicht. Und da wird uns einer seiner Bediensteten sagen, dass er nicht da ist. Aha. Exalted High Lord Markus awaits you. Ah, guck an. Okay, er ist also hier. Spectral Servant. Das ist ein Spectres. Ja, das ist eine ganze. Und eine Banshee. Natürlich, natürlich. Mach die mal weg. Mach die mal weg. Nee, 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 nee
Mach die mal weg. Mein Gott, dann schieß halt drauf. Kann doch so schwer nicht sein. Na, also. Das war übrigens ziemlich blöd, dass wir hier schon reingegangen sind. Wir haben nämlich uns gar nicht vorbereitet. Hier werden wir nämlich, ich weiß nicht, vier oder fünf Kämpfe hintereinander haben. Naja, mal gucken. Vielleicht klappt's ja. Nee. Now Hidden Foes bursts forth. Jo, das sind Bane-Minions, aber Minions of Bane, und zwar die roten. Die sind ziemlich unangenehm. Die sind nicht so unangenehm wie die blauen, aber sie kommen dahinter. Also kurz dahinter. Und das sind auch, ja, oh Gott. Ja, dieser Kampf ist ein bisschen lästig. Und wir haben keinen Haste oder sonst was. Und okay, der muss weg. Ich weiß nicht, ob sie Lightning Bolt abkönnen. Vor allem kommen wir wahrscheinlich gar nicht zum Zaubern. Mach den mal weg. Das wird schmerzhaft. So. Du musst aufhören mit Zaubern und du musst aufhören mit Zaubern. Oh, das passt genau, das ist gut. Ja, mal gucken, ob sie Schaden nehmen. Nehmen sie. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir die Seite aufgeräumt. Das ist gut. Hi. Hier haben wir noch die Gruppe. Wenn wir schnell genug sind, kann das klappen. Oh, sind wir. Warum? Ja, wir können dich nicht zaubern lassen. Ja, jetzt wird's, jetzt. So, du Schätzchen, du verpieselst dich mal, du kriegst ja. Dich brauchen wir vor allem noch, und vor allem hältst du ja nicht viel aus. So, das Ding müssen wir mal klein kriegen. Und du machst den mal weg. Ist da sonst noch was? Nee. Nein, 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 nein. Missiles haben wir noch genug. Hau weg. Oh, hat ja ganz gut funktioniert. Brauchen wir alles nicht. Now Minions emerge from the Sanctum of Marcus. Irgendwas. Wir haben sein Bild ganz kurz gesehen und mal wieder ist es gleich wieder verschwunden. Weil kein Mensch auf die Idee gekommen ist, dass man vielleicht einen Rechner hat, der so schnell ist, dass man es nicht lesen kann. Also gerade wenn es ein Porträt von einem der wichtigeren Bösewichter ist, wäre das besser gewesen, wenn man da noch eine Press any key to continue oder so eingebaut hätte. Aber soll nicht sein. Ich werde das dann einfach als Video-Thumbnail nehmen. Dann können wir es wenigstens so auf diese Weise sehen. So, was haben wir denn hier? Also, wir haben hier Wanda Cultists, ein Fireknife Assassin, Evil Champion, Red Mage. Wo ist denn Markus? Ich meine, vielleicht hat er was dazu gesagt, dass er noch gar nicht mitmachen will, sondern erstmal nur zuguckt. Ja. Das ist jetzt der dritte Kampf, genau. Und danach kommt dann, glaube ich, Markus. Okay, wer von denen kann zaubern? Ihr könnt. Hier ist einer, der zaubern kann. Sind zwei, die zaubern können. Und. Was? Nur die beiden Gruppen? Jo. Na gut. Okay. Mad Martigan. Onward. Wenn wir hier den bekämpfen. Ja, können wir.
Wir können uns sogar einen Zauber sparen. Vielleicht gar nicht blöd. Andererseits haben wir so viele. Da können wir. Müssen wir nicht sparsam sein. Dann hauen wir einfach die Gruppe hier mal weg. Jo. Ach, den Dings hat's zerrissen. Gut. Oh, bitte. Wo sind die anderen denn hier? Achso, ja. Come on. Okay, jetzt finden wir mehr Kram, den wir nicht brauchen. Oh. Ja, Crossbow brauchen wir aber auch nicht. Identifizieren können wir eh früher oder später, können wir eh nicht, so war ohne weiteres. Ach, reicht hin. Shark calls. Petra? I'm here. Petra does not answer, but Markus does. Achso, Petra steht neben Markus. Okay, das Spiel, das hättest du uns mal sagen können. Aber viel hast du das in dem kurzen Screen gezeigt, den wir nicht lesen konnten. No, he screams. Keep that witch away. Nehmen wir an, damit meinst du Schal, weil Markus war aus. I must protect Petra at all costs. Irgendwas. Und schon wieder keine Pausetaste. Mad. Okay. Das sind die wirklich unangenehmen Viecher. Haben zwar nicht viele Hitpoints, aber sie haben ein Fire Shield. Always on. Und weil das hier ein First Edition Fire Shield ist, macht das doppelten Schaden. An den der Schaden verursacht. Also wenn wir zuschlagen, kriegen wir den doppelten Schaden zurück. Die sind also faktisch. Was Fire Shield ziemlich übermächtig macht. Kann das sogar ausnutzen, wenn man immer wieder ein Gegner rangeht und sie zuschlagen lässt, damit sie und sich, sich damit selber beschädigen. Das ist ein ganz netter Trick, aber also faktisch macht das Fire Shield damit ziemlich mächtig, eigentlich sogar übermächtig. Andererseits ist es viel, viel nützlicher auf diese daher als der Second Edition Zauber, der nämlich nur halben Schaden macht, glaube ich. Aber wie auch immer, also die sind blöd. Und dann atmen sie auch noch Lightning. Was wir ja wissen, ist, Lightning ist die Art von Element, gegen die wir uns mit Zaubern nicht verteidigen können, weil es Protection vom Electricity einfach nicht als Zauber gibt. Und die sind also praktisch nur aus dem Fernkampf zu erwischen. Und aha! Upala, hier ist der Kollege Markus. Okay. Allerdings sind sie nicht immun gegen Feuer. Mehr nicht. Nur ihr beiden. Also die beiden Gruppen. Das ist ja fast fair. Okay. Du stehst da blöd. So.
Du machst mal als erstes so, damit die auch funktionieren. Dann kommst du hier irgendwie hin? Ich fürchte nicht. Weißt du was? Dann machen wir mal Overkill. Destruction. So, du schlägst mal ganz schnell auf den Kollegen. Du gehst mal ein bisschen aus dem Weg. Und bringst hoffentlich bei dieser Gelegenheit gleich Markus mit um. Okay, zum Glück haben sie nicht viele Hitpoints. Ist resistent gegen Feuer. Hey, und hat Fire Touch. Du Schlingel, du. Okay. Das ist doch nicht eine. Okay, das Ding muss weg. Kriegen wir das? Machst du genug Schaden? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Nur noch das. Das kriegen wir geregelt. Dann wechsel doch mal seelenruhig im Angesicht deines Widersachers mal kurz die Waffe. da. Und schlag ihn auf den Kopf drauf. Triffst natürlich nicht. Das ist enttäuschend, Wärtner. Probiert das Brian mal. Oh, Mirror Image, du Schlingel, du. Okay, da müssen wir mal schauen, ob wir die weggepoolt kriegen. Aha, da sind wir durchgekommen, sehr gut. Weißt du was? So. Dankeschön. Nee, wollen wir nicht. Eine Jury, okay. Oh, wow. Also, Dart ist Darts of Hornets Nest. Den wir, glaube ich, auf den wir, glaube ich, verzichten können, was wir mal machen, ist. So, damit das weg ist. Okay, das wird der Kram der Typen gewesen sein. Darts of Hornets Nest ist nicht magisch? Oh. Also, was wir auf jeden Fall mal mitnehmen, ist das, das und das. Nee, brauchen wir nicht. Okay, gut. Nee, kann hier bleiben. Charles und Petra Meat. Okay. Okay. The two women circle each other warily. A contest of wills seems to be taking place. Join me, one hisses. I hold the key to the power of a god. Join me, the other whispers. I have the strength to throw down that key. They circle each other again. Wir übergehen mal kurz Fafrits Einwurf, dass er Schlammcatchen vorschlagen würde. Die wollen sich jetzt offensichtlich, wollen sich irgendwie, mal gucken, was sie machen. Und jemand hält Fafrit bitte zurück. Danke. Suddenly one charges forward. Deadly magic forming in her hands. The other throws down her weapon. They embrace and suddenly there's one woman. A new light glancing from her eyes. Das war ja einfach. Hurry, she calls to you.
The Overlord, Tanetal, is preparing to leave his lair at Moanda's core. He will come here in force. Flee to the vessel of Moanda. With a flick of her hand, she vanishes. Okay, wir müssen zum Vessel of Moanda. Wissen wir zum Glück, wo das ist. Und Tanetal will jetzt hier einfallen. Okay. Suddenly one charges forward. Blöderweise hat uns das Spiel nicht gesagt, welcher der beiden. Aber wahrscheinlich können wir die einfach nicht auseinanderhalten. Wollen wir mal hoffen, dass es die gute war. The woman now whole bids you to go to the temple without delay. Machen wir. Okay, without delay. Was wir ohne Delay schon mal machen, ist speichern. Und... Nee, ist nix. Okay. Gut. Without delay. A spectral servant appears. Ja. The exalted High Lord is not here. No, Lady Petra. Ja, danke. Es ist lieb, dass es, du hast das nie mitgekriegt. Ne? Wir, die eine ist absorbiert worden von ihrer Zwillingsschwester oder von ihrem anderen Teil und ist jetzt eine und hat sich wegteleportiert und den anderen, deinen Chef, den haben wir gerade totgeschlagen. Deine Brüder und Schwestern übrigens auch. Aber hier ist gone, Adim. Ah, ach so. To Hades. Superb Career. Du musst es ja wissen. Kennst du im Reich der Untoten ja aus. Also, okay, also normalerweise hätte der uns jetzt hier gesagt, dass er sich irgendwo im Turm aufhält. Jetzt, wenn er tot ist, was der Spectre Servant offensichtlich weiß, er hat sich in, zum Hades aufgemacht. Superb Career Move, ja, in der Tat. My lady left. Not feeling herself. Du bist echt... Was bist du? Comedic Relief? Comic Relief? Die Lady fühlt sich nicht... fühlt sich nicht wie sie selber. Das ist richtig, weil sie ist jetzt jemand anders. Also es ist wirklich... Der Typ ist echt goldig. So. Hier ist doch irgendwo... Ich glaube, hier ist eine Geheimtür. Ja! Hier können wir, gibt es nämlich eine Abkürzung. Elonthin Tunnel led here. So, jetzt sind wir nämlich schon im Temple of Transformation und hier ist das. Hier ist das Ding. Das Wessel-Gedöns. Ich würde sagen, hier sollten wir hin, ne? Dann gehen wir hier mal schnell hin. You stand in sick awe before the Vessel of Wonder. A vile flood stops anyone from entering its eldritch orifice. Ja, da wollen wir mal gucken. The vessel wheels in space, shaking all the tower. Slick fluid splashes all over. Amid the confusion behind, Charles struggles to join you. Jump on, you fools! What do you do? Jump! You leap the gap to the teetering cup. Beneath is an abyss. Das ist, ja, da geht's ein paar Stockwerke runter. Das ist schon wahr, ja. Charles also flings herself onto the gyrating vessel. Okay, wir sind jetzt also in einer riesigen steinernen Schüssel voll mit Moanda-Flüssigkeit. Das ist, ob das so eine gute Idee ist? With a jarring thud. Oh, da sehen wir es. oh, das war erstaunlich klein. Ich hatte das ein bisschen größer gehalten. With a jarring thud, the vessel rams the tower and shatters it. Oopsie. Clinging to the quivering cup, you watch the red tower slide into tremendous ruin. Das ist immer schön. Oh yeah. Und das ist ein 80er Synthie-Pop. Charles exerts her will. The vessel of Moanda ends its wild hangman's dance. Oh, danke. Danke, Charles. You all help each other to relative safety. Das ist wirklich sehr relativ, diese Sicherheit. And then contemplate your outcast state. Ja, wir schweben im Himmel. Also in der, ne, über, weiß ich nicht, 100 Meter oder was auch immer, über dem Erdboden in einer Schüssel voll Moanda-Goo. Outcast State ist eine sehr freundliche Umschreibung. The gush will ebb eventually, then we can enter Moanda's Pool of Darkness. Moanda's Pool of Darkness. Okay, also irgendwann wird er nicht mehr hier rausseiern und dann können wir durch diese... Ist das im weiteren Sinne eine Art von Körperöffnung? Aber mit Körperöffnung und Moanda werden wir in Kürze noch genug zu tun haben. Sollen wir schon mal lieber nicht vorab drüber nachdenken. Okay, ja, dann warten wir mal ab, würde ich sagen.
In the meantime, let me tell you what I know about Moana. Ja klar, lass uns ein bisschen reden jetzt hier, wo wir über der Klippe schweben, also über unserem sicheren Tod und vor uns blubbert die Körperflüssigkeit eines Gottes, eines Toten. Ja, lass uns mal kurz hinsetzen. Chrysania brüht ein bisschen Erdbeerherrchen-Tee auf und dann lass uns drüber reden. The body of the vast dormant god floats in its own dimension. Das stimmt nicht ganz, er befindet sich auf der Astralebene, aber er ist quasi wie eine eigene Halbebene. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Ja. Until recently, only a few devotees knew how to find it, but Marcus uncovered the secret for the Lord Bane. Ja, gut. Bane has installed one of his own creatures deep in Moanda. Tannetal, a powerful Glabrisu. Ich wusste, es ist ein Glabrisu. Ja! Okay, und den hat er da installiert. Ich nehme an, er hat ihn da. Na gut, er hat ihn da wirklich buchstäblich installiert. Aber, also wir müssen in Moanda rein. Also nicht in seine Dimension oder so, sondern schon buchstäblich in den Gott. Okay. As long as he lives, Moanda will be a deadly peril to the realms and to Pur Plan. Ja, der hält ihn irgendwie so ein bisschen am Leben, ne? Weil der, weil der ist ja eigentlich aus dem Spiel, der Moanda, aber ganz offensichtlich hat Tanital ihn irgendwie so weit zumindest ans Leben oder ans Kacken gekriegt, hätte ich fast gesagt, was er ja buchstäblich hier gemacht hat, dass er wieder Priester verbringt, die auch über Priesterzauber verfügen. Und das muss ja bedeuten, dass der Gott über Kräfte verfügt, weil sonst könnte er seinen Priestern die ja nicht zur Verfügung stellen. Okay. She lapses into silence. Okay. There is nothing to do but wait. Good. Gradually the flood of sick Ichor dwindles. Revealing a pool of darkness. Hurra. You arrive at Elminster's camp in Limbo. Elminster notices your arrival and approaches. When Elminster sees Charles, a mix of emotions flit across his face. She greets him warmly, then turns to you. I owe you my thanks. Ja. Perhaps I should have trusted you with the truth about what Marcus had done to me, but I was afraid you would not believe me. Wir haben ja auch einfach nicht geglaubt. Without me, you might have been at the mercy of my other self, all my power, none of my spirit. Ja. Elminster speaks softly. It is peril to study evil, lass. As I often told ye, to no effect. Heed me now, shun Moanda and his dark ken. Go back to thy people who need thee. Shall weighs his words. Perhaps the old sage is right. In any case, I will take his advice. Ja, ich will mir nicht die Hände schmutzig machen mit Moanda, das lasse ich euch machen. Habe ich schon verstanden. heed well what I said of Tanital. Look me up in Plan. Machen wir. Plan ist aber nicht mehr da, aber machen wir dann. Farewell. Please accept this. I think you will need it more than I. Ja. Was hast du denn für uns? Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Vorpal Longsword. Jeppa. Irgendwer. So. Dankeschön. With a flourish, she disappears. Tschüss. With Marcus Tower gone, the pool back. Was? The pool back is suspended in the air. Okay, da ist. Darf da nur keiner reinfliegen aus Versehen. I will lower a rope from it to the realm. Das ist erstaunlich low-tech, aber ziemlich cool. Kein großer Magiekram wie ein Portal oder so. Nö, lassen einfach ein Seil runter. Also da können wir dann runterklettern, wenn wir wollen. Das ist gar nicht blöd. How may I help? Wir rasten erstmal. Und ich würde sagen, alles andere machen wir hier beim nächsten Mal. Da sehen wir uns hier dann wieder. Also, bis dahin. Tschüss.